Jorinde und Joringel. Ein Musikmärchen von Claudia Hann, gespielt mit Großfiguren. In stimmungsvollen Bildern spielt die poetische Geschichte eines Paares am Wendepunkt zwischen Verliebtheit und Reife in einer Bearbeitung von Claudia Hann und Udo Mierke nach Heinrich Jung-Stilling aus der Sammlung der Brüder Grimm. Die Kölnische Rundschau schreibt: Leise Musik ist zu hören. Im Cassiopeia-Theater beginnt eine ungewöhnliche Aufführung. Es ist die Geschichte von Jorinde und Joringel, die dem Schloss der Erzzauberin zu nahe kommen. Taten- und bewegungslos muss Joringel zusehen, wie seine geliebte Jorinde von der Zauberin entführt wird. Nur mit dem Optimismus des kleinen, verfressenen Buchentrolls gelingt es Joringel, den Lebensmut zurückzuerlangen. Und die Märkische Allgemeine berichtet: Wirklich sehenswert war die Aufführung des Cassiopeia-Theaters. Mit lebensgroßen Puppen wurde das Märchen von Jorinde und Joringel in einer atemberaubenden Aufführung gezeigt. Lichtakzente und eingängige Musik unterlegten die Anmut der Verliebten eindrucksvoll, ließen die Erzzauberin lebendig werden.